Das wird für jeden Menschen so gehen, dass mir das ziemlich unheimlich vorkommt. Aber ich lebe in der Welt, ich lebe täglich mein Leben und beschäftige mich damit nicht. Nur wenn ich die Zahl höre. Insgesamt habe ich, während meiner Laufbahn, war ja nur 57 Jahre Trainer, habe ich eigentlich mit Verletzungen, bin ich sehr gut weggekommen. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin kein guter Pädagoge, Psychologe. Sagen wir, die erfolgreichen Trainer, die wir hier ziemlich in der DDR hatten, der ist, die Erfolge hatten, der ist der Fritz Thunig, toller Trainer. Ich gehe mit meinem ganzen Leben trotz der Normalität aus der Mitte. Kriegen vielen überhaupt nicht mit. Zwei, drei haben das erkannt. Ich bin eben Uli, so wie vom Fußball, was ich geliebt habe, weggegangen zum Boxen, weil ich da alleine glänzen konnte oder nicht glänzen konnte. Im Fußball musste ich immer welche mitziehen, obwohl ich war ja da auch schon in der Mannschaft ein anerkannter Spieler. Ne? Das war mein Lebensexil, ein Traumberuf.